herzlich willkommen zu Claudias Gebabbel am Freitag. Ja, eigentlich heißt der Kanal ja endlich Selbstversorger, aber im Sommer habe ich nicht so viel Zeit, große Filme zu schneiden, und daher habe ich mir vorgenommen, das nur noch alle 2 Wochen zu machen. Und da hat eine liebe Kommentarin, also eine liebe Zuschauerin, einen Kommentar abgegeben, ob ich denn nicht einen Film machen könnte, wo ich kurz erzähle, was ich so, wie es mir geht. Und dann habe ich gedacht, ja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich das am Freitag mache, dann kann ich erzählen, was ja so die Woche passiert ist. Und ich erzähle euch dann auch, was ich am Wochenende vorhab. Und in einer Woche könnt ihr dann sehen, ob ich das geschafft habe oder nicht. Ja, der letzte Film mit dem wunderschönen Gewächshaus. Dort die Kommentare, die haben mich wirklich gerührt. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Viele, ja, haben sich so für mich gefreut, als hätten sie es selbst bekommen. Und viele haben auch geschrieben, ja, dass ich es wirklich verdient hätte. Also das war wirklich super klasse. Ihr seid so lieb. Kanon. Also ich habe mich super gefreut darüber. Ja, die Woche gab es Himbeeren. Ja, heute ist Freitag. Ich habe jetzt endlich Feierabend. Ich habe die Ziegen gemolken, Frischkäse angesetzt. Nachher muss ich noch spülen. 5 Tage habe ich hinter mir. Am Freitag bin ich wirklich am müdesten. Also freitags bin ich immer sehr müde. Morgen kann ich ein bisschen länger schlafen. Und Montag, da sehe ich wieder fit und ausgeschlafen aus. Auf der Arbeit ist im Moment, ist es ruhiger geworden. Wir haben alle Pflanzen reinbekommen in die Erde. Und so ist es jetzt viel Routinearbeit und es wird einfach ein bisschen ruhiger. Wir haben zwar ein bisschen Personalprobleme, aber es ist nicht so schlimm. Es geht eigentlich alles ganz gut. Ja, eigentlich wollte ich auch unter der Woche was im Gewächshaus machen, aber die Woche hat es viel geregnet. Natürlich ist im Gewächshaus trocken, aber dann ist es dunkler und irgendwie alles ist klamm. Ich hatte dann wirklich nicht die Energie, noch weiter im Gewächshaus zu arbeiten. Ich hatte am Sonntag noch ein bisschen angefangen, 2 Beete fertig zu machen. Aber ja, was einpflanzen, das habe ich nicht geschafft. Aber das will ich jetzt machen. Morgen ist auf jeden Fall Gartentag. Da will ich noch weiter, ich kann noch, glaube ich, 4 Beete hier anlegen. Und ich habe halt noch Kohl, Spitzkohl habe ich gefunden. Ich dachte, ich hätte überhaupt keinen Weißkohl. Ist jetzt ein bisschen spät, aber ich habe gedacht, wenn ich das ins Gewächshaus pflanze, vielleicht funktioniert. Einige haben gemeint, das Kohl im Gewächshaus ist keine gute Idee, weil wenn es da zu warm wird, dann geht er schnell in Blüte. Ich habe aber eigentlich draußen nicht so viel Platz. Ich muss es mir noch überlegen. Auf jeden Fall will ich Wintersalate machen, Feldsalat und so weiter. Ich werde mir da in Ruhe morgen nochmal Gedanken machen. Aber auch draußen muss ich ganz schön viel machen. Jetzt hat es viel geregnet, was ja wirklich sehr, sehr gut ist. Also man muss keine Angst haben, dass man kein Wasser mehr im Brunnen hat. Und ich hoffe, dass mit dem Heu, das wird auch noch was. Aber das Unkraut wächst halt eben auch und wächst die Karotten zu. Und da, ja, man sieht kaum die Beete. Da muss ich wirklich was tun. Ich tue mal, unter der Woche tue ich immer Vogelmiere pflücken. Esse das auch als Salat. Es hat wirklich viel, viel mehr Vitamin C als ein normaler Salat. Gebe es aber auch den Hühnern. Ja, morgen, wie gesagt, der Gartentag, dann am Sonntag will ich unbedingt Hartkäse machen. Eigentlich wollte ich damit schon früher anfangen, nach Midsommer. Aber dann kam halt eben das Gewächshaus dazwischen und das war natürlich wichtiger und schöner. So fange ich jetzt erst an mit Hartkäse machen. Und ja, so dass ich halt eben
im Winter auch Käse genießen kann. Einige haben mich, oder einer zumindest, hat mich gefragt, ob ich auch mal Freizeit hätte. Also meine Freizeit ist eigentlich mein Garten und meine Tiere. Sind natürlich auch Pflichten, aber ich mache es wirklich gern und es gibt mir sehr viel und auch Energie und Kraft. Also das ist halt, andere sitzen vorm Fernseher oder legen sich am Badesee. Ich bin halt lieber bei meinen Tieren im Garten und gucke den Pflanzen beim Wachsen zu. Aber ich mache auch Pause, so ist es nicht. Also dann gucke ich auf dem Handy, beantworte eure Kommentare. Ich weiß, ich war sehr schlecht beim letzten Film, aber es waren halt auch so viele Kommentare. Ich habe es nicht geschafft. Ansonsten, ich lese auch mal ein Buch ja, ruhe mich einfach aus, das ist schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich viel am Badesee liege oder ja. Ich habe schon, auch ab und zu mache ich dann auch schon auch mal einen Ausflug. Jetzt habe ich letztens Freunde weiter südlich besucht, meine LCHF-Freunde. Da habe ich auch ein bisschen gefilmt und das zeige ich euch im nächsten Film. Aber sowas kommt eher selten vor. Aber es ist auch sehr schön und entspannt. Was ist los? Kommt ihr wieder? Das war meine Stimme. Hände bist du. Ich habe doch mit euch schon gesprochen, oder?
Alles klar. Na, dann du spinnst.